Okay, bei der Datei, die ich verteilt habe, sehen wir, es gibt das Polygonobjekt für den Pavillon. Es enthält die Geometrie dieses Pavillons. Und was wir schon gelernt haben in der ersten Veranstaltung zur Grundnavigation, mit der Taste 1 kann ich mich bewegen, mit der Taste 2 zoomen, mit der Taste 3 kann ich mich um das Objekt drehen. Das heißt also nochmal, ich drücke die Taste, klicke die Maus, halte die Maus gedrückt und bewege die Maus. So lange halte ich die Taste gedrückt. Ja? Also wenn ich mich drehen will, dann drückt ein Finger die Taste 3, so lange, bis ich mich an die Position bewegt habe. Also eigentlich ist meine linke Hand ständig auf der Tastatur und die drei Finger liegen quasi dauerhaft auf diesen Tasten 1, 2, 3, sodass ich mir hier mich sehr schnell navigieren kann durch die Szenerie. Dazu kommt, es ist aber in den Grundeinstellungen so eingestellt, dass dieser Modus Cursor-Modus standardmäßig eingestellt ist. Der sorgt dafür, dass immer da, wo der Cursor sich befindet, auch hingezoomt oder also um den Punkt gedreht wird. Man kann das hier ganz schön mal ausprobieren, wenn Sie sich hier oben mit der Maus befinden, in diesem Cursor-Modus, jetzt die Taste 3 drücken und sich drehen, dann dreht sich das um diese Ecke hier oben. Diese Ecke wird auch mit einem gelben Fadenkreuz markiert. Leichter sichtbar wird das Ganze, wenn wir mal die Farbe des Pavillons ändern. Das können wir als erstes mal machen, damit man dieses gelbe Fadenkreuz wirklich deutlich sieht. Wir sehen, der Pavillon ist hier ein Material zugewiesen. Da mache ich mal einen Doppelklick drauf. Farbe. Dann kriegt er jetzt einfach mal übergangsweise hier eine andere Farbe. Okay, Cursor-Modus. Heißt, Sie sind mit der Maus an einer bestimmten Stelle, drücken jetzt eine Taste, 1, 2, 3, je nachdem, was Sie machen wollen, und kriegen an der Stelle, wo die Maus sich zu dem Zeitpunkt befunden hat, als Sie geklickt haben, also Taste gedrückt und geklickt an der Maus, kriegen Sie hier so ein gelbes Fadenkreuz. Und an dem Fadenkreuz hängt jetzt das Modell. Ja? Wenn ich mich also hier unten um diesen Punkt, um diesen Fußpunkt drehen möchte, klicke ich dahin. Ja, oder wenn ich hier hinten auf das hintere Element zoomen will, klicke ich dahin. Und das ist echt genial, was die Navigation angeht. So, was wollen wir jetzt machen? Was wir hier die ganze Zeit sehen, ist der Blick durch die virtuelle Kamera. Virtuelle Kamera bedeutet, wir haben die Kamera nicht als physisches Objekt in dem Objektmanager, sondern der Viewport, also das Vorschaubild, wird irgendwie durch ein virtuelles Auge quasi betrachtet. Ja? Das ist für uns erstmal völlig normal, weil wir sagen, na klar, ich muss es ja sehen, sonst wie soll es denn sonst gehen? Aber im Prinzip ist für den Rechner erstmal, dass er sagt, okay, es gibt keine Lichtquelle und trotzdem stelle ich die Szene beleuchtet dar. Und es gibt keine Kamera und trotzdem zeige ich euch das Bild perspektivisch und ihr könnt euch auch da drin drehen. Das heißt, man nennt das also virtuelle Kamera und Lichtautomatik. Das sind die beiden Schlagworte zu diesem Thema. Und hier oben in dieser Menüleiste sieht man aber, dass es Kameraobjekte als physische Objekte gibt. Und die können natürlich viel, viel mehr als diese virtuelle Standardkamera. Und das wollen wir uns jetzt mal genauer anschauen und klicken deswegen hier oben drauf. Zack. Und in dem Moment ist jetzt ein Kameraobjekt entstanden. Ja? Wir haben jetzt also tatsächlich ein Kameraobjekt als
in der Szene sich befindendes Objekt. Auf jeden Fall sehen wir hier dieses Kameraobjekt. Man kann es dadurch ganz gut erkennen. Das muss man auf der anderen Seite sagen. Man verwechselt es jetzt nicht mit irgendwas anderem. Und es ist gekennzeichnet auch immer durch diesen, oder Sichtpyramide heißt das hier in dem Programm. Also jetzt sehen wir dieses Objekt aber quasi von außen. Ja, wir haben das erzeugt. Wir gucken aber nicht durch die Kamera. Jetzt möchte ich natürlich wechseln von meiner virtuellen Kamera zu dieser Kamera hier. Und das kann ich auf zwei Wege tun. Der umständliche Weg ist der, ich gehe hier hoch, Kamera verwenden und wähle hier diese Kamera an, die hier aufgelistet ist. Dann switcht das hier rein. Und wir sehen jetzt was. Das Objekt ist A, aktiv. Das muss es, glaube ich, gar nicht sein, nicht zwingend sein. Das prüfe ich gleich nochmal. Aber hier ist was passiert. Hier hinten dieser Bereich, wo bei dem Boden das grüne Häkchen drinne zu finden ist, dieser im Programm sehr kleine Button, der bewirkt, dass ich entweder mich in diese Kamera hineinbegebe, also durch das Kameraauge gucke, oder wieder in die Standardkamera oder virtuelle Kamera wechsle. Ja? Zack, zack. So, wunderbar. Ich möchte gleich nochmal eine zweite Kamera erzeugen. Eine so von so schräg oben. Und dann machen wir noch eine hier aus der Perspektive. Die sieht ja, so ein bisschen fast so eine Art, man sagt dazu auch Froschperspektive. Also man ist mit der Aughöhe relativ weit unten und guckt nach oben. Ich klicke nochmal auf dieses Kamerasymbol. Und bekomme also eine zweite Kamera. Jetzt habe ich also zwei Kameras, die sehe ich hier auch als Objekte liegen und kann jetzt zwischen denen hin und her wählen, indem ich jetzt einfach gleich hier auf diese Knöpfe drücke oder wenn ich nochmal auf einen aktiven Knopf drücke, bin ich wieder ganz draußen und bin in der Standardansicht. Schauen wir uns mal diese Kameras an, indem wir da draufklicken und dann springt die Kamera in den Objekt oder der Reiter Objekteigenschaften ist dann aktiv und da reicht ein kurzer Blick auf die Parameter, die ich hier einstellen kann. Reicht aus, um zu erkennen, ja, das ist vielleicht nicht so dumm. Erstens, ich kann wählen, welche Projektionsart. Da gehe ich umfassend nachher drauf ein, was das alles beinhaltet, was da alles möglich ist. Dann sehen wir, Brennweite ist einstellbar. Ich kann also wählen zwischen einer Standardbrennweite, einem Teleobjektiv, einem Weitwinkelobjektiv. Ich hätte letztendlich auch die Möglichkeit, Sensorgröße festzulegen, Gesichtsfeld und so weiter und so weiter. Ich fasse mal so ein bisschen mit meinen Worten zusammen. Ich habe also tatsächlich die Eigenschaft einer hochwertigen Kamera mit ein Set von Objektiven, ja, von Super Tele bis Super Weitwinkel kann ich da alles einstellen als eine Möglichkeit. Das, was heute, erstes Semester, zweite Stunde Cinema für Sie relevant ist, ist das hier. Ja? Brennweite. Gehen wir mal da drauf. Nehmen wir mal die eine Kamera hier, diese Froschperspektive, die so wirklich von unten so leicht von unten das betrachtet. Und was wir jetzt schon sehen, ist, wenn wir in der Kamera uns befinden, also sprich, es reicht, wenn der Blick durch die Kamera aktiv ist und uns drehen oder bewegen wir tatsächlich jetzt die Kamera. Das ist erstmal wichtig zu wissen. Ja? Also blicke ich durch die Kamera und verändere meine Position, verändert sich auch die Lage der Kamera. Das sieht man nochmal hier ganz schön, wenn ich jetzt diesen Vierer-Modus mache. Okay, Sie sehen, ja, lasse ich hier los, zack, hat sich die Position hier angepasst. Das ist wichtig zu wissen. Das Zweite ist jetzt die Art der Brennweite, die wir hier einstellen wollen und wir können das einfach mal
hier über das Pull-Down-Menü machen, fürs erste super Weitwinkel, 15 mm. Zack. So. Was wir jetzt sehen, ich gehe nochmal hier rein, mache das mal groß, da sieht man es ganz gut. Ja, das ist der Klassiker. So, normal, Kleinbild, Standard. Und wenn ich jetzt in Weitwinkel wechsle, dann vergrößert sich das sogenannte Gesichtsfeld. Ja? Also der Blick wird wesentlich weiter und ich sehe entsprechend mehr. Das heißt, ich kann auch näher an das Objekt ran. Das ist ja ein Effekt, was das Weitwinkel macht. Ja? Der Nachteil, der damit verbunden ist, ist, dass sich Kanten extrem verzerren. Ja? Also die Geometrie wird durch so ein krasses Weitwinkel natürlich teilweise ganz schön verbogen. Ja? Die andere Kamera, die hier so von oben guckt, da machen wir mal ein Tele draus. Ja? Machen wir einfach mal, sagen wir hier, aus klassisch 36 mm machen wir ein 135 mm Teleobjektiv. So, damit hätten wir jetzt quasi ein Detail, weil ja Tele bedeutet, dass der Blick, das Gesichtsfeld sich extrem einschränkt und so einen sehr, sehr fokussierten Sehkegel quasi oder Gesichtsfeld oder die Sichtpyramide wird extrem schmal. Ja, das sieht man hier. Ja. Das ist Tele, ganz spitzer Winkel und das ist das Weitwinkel. Ja, genau. Das wäre jetzt der nächste Schritt. Kamera Tele und die hier Kamera Weitwinkel. Also ein einfacher Doppelklick auf das Objekt, dann können Sie es umbenennen. So, jetzt machen wir nochmal weiter. Ich gehe mal hier auf das Tele ein. Und auf das Thema. Ja? Wenn ich jetzt zum Beispiel hier diesen Schutz drauf habe, kann ich den auch irgendwie ausstellen, um das nochmal. Weil ich habe jetzt versucht, das hier irgendwie mit Rechtsklick zu machen, aber. Nee, richtig. Ich habe auch schon gesucht, ob es das vielleicht geht, ne, weil das hier impliziert, so zack, ich kann es ausmachen, anmachen. Und das hätte ich natürlich für das Schutz-Tag auch gerne. Mit einem Klick aktivieren, deaktivieren, geht aber nicht. Ich mache es immer so, ich schiebe mir das Schutz-Tag, wenn ich ein Objekt bearbeiten will, auf ein anderes Objekt. Ich lösche es nicht, weil dann muss ich es mir auch ja aufwendig wiederholen. Ich schiebe es einfach, ich parke es kurz woanders und dann schiebe ich es mir wieder zurück. Das wäre nochmal eine sinnvolle Ergänzung. Ich könnte natürlich hier überall die Häkchen ausmachen, aber das ist natürlich sinnlose Klickerei. Also eigentlich müsste es hier vorne so einen zentralen Button geben, an, aus. So. Okay. Nochmal zurück zum Teleobjektiv und den Erweiterungen, die ich zum Thema Isometrie, Axonometrie sagen möchte. Das Teleobjektiv guckt ja jetzt aus einer gehörigen Distanz zum Objekt auf selbiges. Wenn man genau hinguckt, sieht man hier an diesen Kanten auch Abtreppungseffekte. Ja? Das heißt, wir haben hier keine also die Senkrechten sind natürlich nicht senkrecht. Man könnte es natürlich jetzt probieren und zu sagen, okay, dann mache ich den, ich will das aber nicht machen. Also wenn ich den Winkel jetzt auf 0 setze, dann würde das ja bedeuten, ich gucke so und ich bin aber auch in einer gewissen Höhe. Ja, ich gucke von oben da drauf. Sie können sich ausrechnen, ich kriege das nicht hin. Ja, ich kriege mit einem Teleobjektiv aus einer erhöhten Perspektive, kriege ich nicht mein
Ich kann den Winkel nicht null machen. Ja, ich sehe das Objekt einfach nicht mehr. Mal gucken, ob ich... Wie soll ich das jetzt, wenn ich jetzt hier runtergehe, gucke ich nicht mehr aus erhöhter Perspektive das Objekt an. Ja. Also wenn ich wirklich von oben drauf schauen will, kann ich, was Tele angeht, geht es nur so. Ja. Und das bedeutet, ich habe hier stürzende Linien. Es gibt andere Verfahren. Neben der Perspektive gibt es andere Darstellungsarten. Da sei als erstes die sogenannte Parallelperspektive genannt. Ich wähle die mal an. Zur Parallelperspektive kann man sagen, die Parallelperspektive ist eine Form der sogenannten Axonometrie. Ja, und Axonometrie heißt, alle Parallelen des Originalobjektes sind auch im Abbild parallel. Es gibt keine Fluchtpunkte mehr. Sprich, alles, was im Originalobjekt, sei es nur diese Dachschräge oder seien es die Senkrechten, alles, was da zueinander parallel ist, ist auch in dem Abbild parallel. Diese Axonometrie ist eine Abstraktion. Sprich, so sehen wir als Betrachter der Welt, sehen diese nicht. Es ist also eine Abstraktion für die zweidimensionale Darstellung. Die ist allerdings ganz gut geeignet, um für bestimmte Schemadarstellungen von Architektur herangezogen zu werden. Also merken wir uns, wir können hier oben bei Projektionsart von Zentralperspektive, also Betrachterblick auf Parallelperspektive umschalten und bekommen eine axonometrische Darstellung. Das geht eben super einfach, ich kann mich sogar drehen und die entsprechend einstellen. Was relevant ist für uns so in der Architekturdarstellung, ist eben Parallelperspektive, geht super gut und eine Sonderform ist noch die Isometrie. Okay, wenn ich die anwähle, ich habe jetzt auf Isometrie meine Kamera umgestellt, dann sehe ich mein Objekt erstmal nicht mehr, muss ich erstmal suchen, wo das ist. Okay, bisschen ausgezoomt. So. Okay, was ist das Besondere der Isometrie? Also dieser Winkel hier rüber. Der ist 30 Grad und der hier drüben ist auch 30 Grad. Okay, also fassen wir nochmal zusammen. Sie wissen jetzt, es gibt Kameraobjekte, die man hierüber in die Szene integrieren kann. Doppelklick, Umbeschriftung, kann ich jedem nur empfehlen. Die Möglichkeit, hierüber eigene Werte einzustellen, zwischen Tele und Weitwinkel, jede beliebige Brennweite einzunehmen, ist klar, beeinflusst also ganz klar die Wirkung. Das Thema Senkrechten, wenn man sie denn möchte, also Senkrechte sind im Abbild auch immer senkrecht, sprich wir haben keine stürzenden Linien oder keine fluchtenden, nach oben fluchtenden Senkrechten, löst man dadurch, dass man diesen Winkel der Kamera, diesen P-Winkel auf 0 setzt und den sich dadurch ergebenden mittigen Horizont hier über das Film-Offset Y nach seinen Wünschen korrigiert. Das heißt, mit diesen Einstellungen plus der Wahl einer anderen Brennweite kann ich also die Wirkung meiner Perspektive maßgeblich bestimmen. Bin ich da fix, dass ich sage, ja, jetzt ist alles so, wie es sein soll, lege ich mir so einen Schutztag hier drauf, das hole ich mir aus Tags, Cinematags, Schutz, kann ich mir das drauflegen und damit ist die Kamera
in ihrer Position, Skalierung und ihrem Drehwinkel gesichert. Dann sind wir noch darauf eingegangen, auf die Sonderform, dass man hier auf der Projektionsebene wechselt zwischen zentral, parallel oder isometrischer Darstellung. Das sind so die gebräuchlichsten. Hier, die kann man ja mal spaßenshalber so für sich ausprobieren, vielleicht dann auch in einem Projektzusammenhang, ist weniger relevant. Grundsätzlich muss man sich also überlegen, möchte ich eher eine Schemadarstellung oder möchte ich etwas darstellen, wo es sich anbietet, den klassischen Betrachterblick zu verlassen und so eher so eine Zusammenhangsdarstellung zu machen, dann eignen sich sicherlich solche Isometrie- oder Axonometrie-Darstellungen eher. Möchte ich eher den Betrachterblick simulieren, dann eignet sich die Perspektive sicherlich besser. Ich habe eine Kamera, in dem Fall hier so eine Telekamera, und möchte eine zweite Kamera haben. Ich klicke hier drauf auf diesen Button für Kameras, wechsel in diese Kamera hinein und jetzt passiert was ganz Eigenartiges. Wir sind jetzt plötzlich in der Ansicht von oben. Warum das? Es ist so, übernommen wird, wenn ich hier bin und lege eine neue Kamera an, werden die Einstellungen des Viewports übernommen, die ich gerade sehe. Aber Achtung, von dem aktiven Fenster. Und momentan, es ist nur ganz leicht weiß hier gehighlightet, man müsste das sich in den Grundeinstellungen individuell nachkonfigurieren, da haben, finde ich, die Programmierer etwas zu dezent gearbeitet. Man hätte das hier durchaus durch so einen dickeren orangen Rahmen deutlicher kennzeichnen können, welches Fenster gerade das aktive Fenster ist. Ich war offensichtlich gerade, war dieser Rahmen Darstellung von oben aktiv. Ne? Dieser Rahmen, der war gerade aktiv, also nicht die Perspektive, sondern hier Darstellung von oben. Und was dann passiert, ist, dass eine neue Kamera in der Projektionsart oben hinterlegt wird. Das heißt, wir hätten also keine Perspektive, sondern wir hätten eine Orthogonaldarstellung von oben, also eine perfekte Draufsicht. Das kann man natürlich auch toll gebrauchen, wenn man jetzt so einen Städtebauplan macht und man hat sein Städtebaumodell und man rendert das von oben und dann sieht man überall die Schatten, wie die sozusagen in den Straßenraum hinein wandern. Dafür ist das sehr interessant, aber da will man keine Perspektive haben. Aber jetzt hier in meinem Fall brauche ich so nicht. So, deswegen kann ich die Kamera löschen. Zack. Und ich achte jetzt einfach nochmal drauf, dass ich im Feld Zentralperspektive bin. Ja, das ist aktiv. Und jetzt sage ich neue Kamera. Zack. Und jetzt sehen wir auch hier wieder Zentralperspektive ist übernommen. Und wenn ich jetzt da reinwechsle, gibt es auch keine Probleme.